So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute gibt es eigentlich einiges zu sagen. Vor allem erstmal danke an alle, die gestern im Livestream dabei waren. Hatte echt Spaß mit euch gemacht, auch wenn es ein bisschen länger war. Am Ende noch ein bisschen Rette die Welt. Gerade noch ein bisschen V-Bucks gesammelt. Wir sehen schon, wir sind kurz vor den 800. Dann an die Neuen, die gerade hier sind, kurz und knapp. Wir machen halt Custom Games mit Preisgeldern. Was bedeutet, du kannst quasi mit uns Custom Games spielen und wer die meisten Siege hat über einen gewissen Zeitraum, der kriegt halt dann das Preisgeld. Hier nochmal ganz kurz die Tabelle. So sieht das Ganze jetzt aus. Also Coco ist sich langsam aber sicher am Durchsetzen. Und die, die gestern mit dabei waren, haben auch gesehen, was er alles so drauf hat. Also ohne Quatsch, meinen höchsten Respekt an dich. Es ist echt schön, dir zuzugucken. Wie gesagt, wenn du der Meinung bist, du könntest ihn schlagen, komm gerne rein, wenn wir live sind. Deshalb gerne Abo da lassen, Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren einfach deshalb, damit du siehst, wann ich live bin. Ist einfach so. Und kurze Info noch überhaupt. Ich werde halt jetzt immer in den Shop-Videos alles so weit reinknallen, was so an Neuigkeiten da ist. So. Das war erstmal das. Dann für die Neuen nur gerade schnell, also alle 800 V-Bucks verlose ich einen Skin. Was musst du dafür machen? Genau. Einfach ein Abo da lassen, logischerweise, damit du auch da siehst, wann ich online komme. Und guck dir halt wirklich täglich das Shop-Video an. Also das ist halt einfach das Wichtigste derzeit, wenn du nichts mehr verpassen willst, was auf meinem Kanal so passiert. Weil ich will halt wirklich die Aktiven belohnen. Aus dem Grund mache ich das halt jetzt so. Nicht mehr groß über Titel oder so oder eine Woche lang ankündigen, sondern einfach im Shop-Video. So, Freundesanfrage schicken an yt-familyhack. Warum? Weil wir 48 Stunden befreundet sein müssen, damit ich dir eventuell einen Skin schenken kann, wenn du soweit bist und in der Verlosung gewonnen hast. So, hier auf Abschicken. Das Ganze funktioniert natürlich nicht, da ich mich nicht selber befreuen kann. Wir sind jetzt 817 Leute. Erstmal Gruß an jeden. Wäre schön, wenn ihr mal alle im Stream da wärt. Wäre halt echt ein Highlight. So. Dann kurz nur zu Neuigkeiten, bevor wir in den Shop gehen. Wir haben den Auftrag Herbstkönigin. Ist ganz simpel. Wir müssen einfach nur mit Freunden zusammenspielen, Freunde wiederbeleben und dafür bekommen wir halt diese Tarnung. Das müssen wir aber als Community komplett machen. Aber ich denke mal, dafür spielen echt genug Leute Fortnite, gerade dieses Wochenende. Also die Tarnung wird, denke ich mal, ziemlich schnell freigeschaltet. Dann haben wir dieses Wochenende wieder Power Leveling Wochenende. Was bedeutet, wenn du dich heute einloggst, bekommst du extra EP und wenn du dich morgen einloggst, bekommst du extra EP. Aber dafür wollte ich jetzt nicht extra noch mal ein Video machen, weil inzwischen dürfte es bekannt sein, weil es jetzt öfters vorkommt. So, das war das. Dann gehen wir, würde ich sagen, jetzt mal rein in den Shop und gucken uns das Ganze mal an. Und ich muss nur sagen, oha, 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 oha. Erstmal dieser Hängegleiter. Also ohne Quatsch, ich halte ja eigentlich nichts von großen Hängegleitern. Aber der ist halt richtig nice. Also der gefällt mir wirklich gut. Natürlich wissen wir auch schon, welcher Skin drin ist. Aber da gibt es auch wieder einen neuen. Nämlich, warte, welcher ist neu? Sie ist, glaube ich, neu, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Nee. Aber die sind doch gar nicht neu. Lol. Aber die Spitzhacke hier zum Beispiel, die ist natürlich, aber wir gehen erstmal die Skins durch. So, da haben wir hier den Schwefeltyrann wieder dabei. Und ja, der sieht die Flammen. Das ist natürlich alles. Oh, er wurde von hinten dreimal angeschossen. Läuft bei ihm. Die Schuhe sind am glühen. Dazu das passende Rückenaccessoire. Natürlich sieht man es wieder nur auf dem aktuellen Skin. So, dann haben wir natürlich davon die weibliche Variante. Da haben wir dann auch die Flügel dabei. Ist eigentlich auch nice. Also die Flügel auf jeden Fall schon mal. Der Skin an sich, also wenn ich die Wahl hätte zwischen männliche und weibliche, würde ich echt. Würde ich die männliche nehmen. Also da gefällt mir die männliche Variante auf jeden Fall deutlich besser. So, dazu haben wir dann noch. Ah, mir gefallen sie jetzt schon. Also wer V-Bucks zu viel hat, ich würde sie gerne haben. Kappa. Also die sind wirklich nice. Oh, der Ton.
Die sind so richtig schön am Glühen. Warte mal, ich muss den Ton mal gerade lauter stellen. Wegen gestern Rette die Welt habe ich hier noch so leise. Soundeffekte hoch. Achtung, Achtung, jetzt kommt's. Der Sound ist echt nice. Hört ihr das, wie schön das... Tsch. Die Klingen sind mal richtig geil. So, auf jeden Fall, wenn du einen rötlichen Skin hast, passt das auf jeden Fall perfekt zusammen. So, was haben wir dann noch? Hängegleiter, das haben wir. Die Kupferwespe ist nämlich auch wieder da. Also der Skin gefällt mir halt auch richtig gut. Weil es ist halt mal so was anderes. Ist Ninja, so ein bisschen auf Turtles, wegen dem abgeschnittenen Ärmeln und so. Vorhin reflektiert. Das ist gar kein normaler Anzug, der reflektiert. Ist mir gar nicht aufgefallen damals. So, passende Rückenaccessoire. So, dann haben wir natürlich heftiger Hieb noch. Ist auch nice. Meine Abonnentenzahl spinnt gerade total rum, wie ihr seht. Eben 0 Abonnenten, jetzt 28.500. Gruß geht erstmal raus an alle, die die Video noch nicht abonniert haben. So, oh. 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 Die ist auch nicht schlecht. Also der Shop, also ich würde schon fast behaupten, das ist der beste Shop, den wir bisher hatten. Weil für 300 V-Bucks die Tarnung ist echt nice. Doch die ist definitiv okay. So, dann haben wir noch Zuki wieder drin und gefühlt jetzt zum fünften Mal. Das ist halt einfach die Roboter-Variante mit dem passenden Rückenaccessoire. So, dann gehen wir weiter. Jetzt kommt wieder ein riesen Paket, nämlich von Vertex. Legendärer Skin, legendärer Rücken, plus Pickaxe, plus Hängegleiter. Also wenn du einen kompletten Skin haben willst, wo alles zusammenpasst, hier ist dein Paket. Kann allerdings, wie ihr seht, auch nicht verschenkt werden. Aber der war halt schon mal drin. Ist halt Season 4. Also ganz ehrlich, ich feiere ihn halt nicht so. Aber in dem ganzen Paket zusammen mit allem, ihr wisst ja, man gewöhnt sich an alles. Ich schätze mal, wenn man wirklich das ganze Paket kauft und wirklich Spitzhacke alles miteinander benutzt, dann ist das eigentlich schon ein geiles Paket. Weil wenn alles so aufeinander abgestimmt ist, ist natürlich echt nice. So, dann haben wir Revolte wieder mit dabei. Den kenne ich sogar. Ist eigentlich so ein abgeranzter Roboter irgendwie, der einen auf cool machen will. So, dazu natürlich passende Rückenaccessoire. Ah, ich dachte erst nur das Skateboard, aber da ist noch ein Rucksack dahinter. So, dann haben wir die Gitarrengang. Ist Fortbewegung, also mit dem Emote könnt ihr euch fortbewegen. Dann haben wir noch Leadschwinger. Gott, der ist auch schon alt. Dumm. Dumm, dumm, dumm. So, dann Zahnseiden, aber der neue, den habe ich ja geschenkt bekommen. Gruß geht da erstmal an den raus, der es mir geschenkt hat. Dann Mika, Season 9. Ah ja, der Skin kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Aber ihr werdet ihn natürlich kennen. Mir persönlich gefällt er eigentlich recht gut. Aber ganz ohne Quatsch, da hätte man auch rote Haare nehmen können irgendwie. Hätte ich persönlich mehr gefeiert als jetzt hier diese rosa Haare. Also lila, ach, rote Haare wäre echt noch besser gewesen. Aber da habe ich wohl gedacht, wäre dann zu viel rot. So, dann die Tarnung hat es natürlich in sich. Die Tarnung ist auch nice. Ich sage, hier in dem Shop gefällt mir echt so einiges. So. Das war es erstmal mit dem Shop. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code benutzen: YT-FamilyHack. Ich danke jedem, der ihn eingetragen hat. Es werden halt wirklich immer mehr. Gruß geht an jeden Einzelnen raus. Guckt immer, dass ihr einen drin habt, egal wen ihr unterstützt, mich oder andere. So, was das betrifft, gehen wir jetzt erstmal kurz in Rette die Welt rüber. Gucken gerade, was da so im Shop los ist. Und ich zeige euch die V-Bucks-Mission.
Jetzt nicht im Spiel, sondern einfach, wo ihr sie findet. Deshalb, ich versuche, rettet die Welt jetzt langsam, aber sicher, alles so weit freizuschalten, dass ich quasi das auch mit in das Shop-Video mit reinnehmen kann. Ich sag ja, das Shop-Video wird inzwischen das Wichtigste. So, wir gehen gerade mal rein. Fühlt sich noch jemand durchschaubar? So, da haben wir einmal die Bodenskizze. Bla bla bla. Ich meine, ihr kennt euch ja eh besser aus als ich. Ich habe mir halt hier die Skizze noch gekauft. Denkt dran, immer Überlebende kaufen. Hier haben wir den Raben drüben. Ist einfach alles vom Event, klar. Hier auch die Überlebenden gekauft, das gekauft. Aber warum guckt ihr das Ganze? Weil V-Bucks-Mission. Also im Wald habe ich nichts gefunden, in Plankerton auch nicht, aber in Brutal habe ich was gefunden. Wenn ihr noch irgendwie V-Bucks-Missionen heute findet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ich bin da froh über jeden, der uns da quasi unterstützt. Wie ihr seht, wir bekommen hier 35 V-Bucks, wenn wir die Mission erfolgreich abschließen. Und plus, warte, da bekommen wir 35 tägliche Aufträge. Habe ich diesmal Transformatoren, kriege ich nochmal 50 V-Bucks. Würde bedeuten, würde ich jetzt noch schnell Rette die Welt machen, könnte ich heute noch einen Skin verlosen. Also, wie gesagt, gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren und dann wirst du auch nichts mehr verpassen. Und guckt euch wirklich die Shop-Videos an. Es sind jetzt wirklich die wichtigsten Videos, was meinen Kanal und rund um Fortnite und so betrifft. So, dann würde ich sagen, war es das auch wieder mit dem Video. Euch noch einen schönen Tag. Vielleicht bis gleich im Livestream und haut rein.